Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Schicksalsklinge HD. Wir haben es durch die Jaldor-Berge geschafft, sind in Orkanger angekommen, nur ein bisschen halbtot. Ja, Rondril hat es erwischt auf jeden Fall, der hatte Tollwut, hat deswegen auch einen Stärkepunkt eingebüßt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, müssen wir durch, und wir werden jetzt aber einfach weiter wandern, würde ich sagen. Unsere Waffen konnten wir leider nicht reparieren, weil wir komplett pleite sind. Aber wir können hier mal ein bisschen Inventar managen. Ich hoffe, in Klanegg, wo wir hinwollen, der Ort ist ein bisschen größer, gibt es einen Waffenhändler, wo wir ein bisschen Zeug verkaufen können, um dann zum Schmied zu gehen und unsere Waffen mal reparieren zu lassen. Es sind ja mehrere Waffen zu Bruch gegangen. Müssen wir mal schauen. So, auf jeden Fall. Erstmal nach Klanegg reisen. Ein sehr gottesfürchtiger Ort. Ah, und hier kommen wir auch wieder einigermaßen schnell voran, weil wir aus dem Gebirge raus sind. Rast machen. Oh, ihr seid so erschöpft, dass es kein Weiterkommen mehr gibt. Ihr schlagt da an Ort und Stelle euer Lager auf. Ja, wir waren scheinbar von dem vorherigen Reisetag noch sehr erschöpft. Wir wollten ja dann unbedingt in Orkanger ankommen. Also, dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit heute, ne? Wir gehen erstmal jagen. Wasser gefunden und auch was Essbares erlegt. Unsere überzähligen Rationen haben wir verkauft, oder? Das ist sogar ein bisschen zu viel, wie es aussieht. Rondril hat nur noch eine Ration. Er hatte dann scheinbar doch zwischendurch ein bisschen mehr Hunger als die anderen. Ein bisschen Hunger haben wir immer. So, dann kann sich Isora mal ein bisschen um Rondrils Wunden kümmern vielleicht. Drei Lebensenergie und Rondril kann ein bisschen Kräuter sammeln gehen. Oh, Moment, wie spät haben wir es? 18 Uhr. Wenn wir bis 5 Uhr schlafen wollen, dann sagen wir mal, wir gönnen uns ein bisschen mehr Schlaf. Ja, wir gehen nur eine Stunde Kräuter suchen. So, dreimal Kanäle, Tonnesblüte und eine Yoruga-Wurzel sogar. Ja, das ist doch perfekt. So, Wachen. Haben wir die noch? Prenya, Andrasch, Fior, sehr gut. Kann einmal schlafen. Achso, wir hören mal. Es gibt nichts Beplaudernswertes. Sollten wir einmal schlafen. 11 Stunden passt. So, wir wurden auch nicht überfallen, das ist sehr gut. Während Rhiannon den Weg vor euch auskundschaftet, sind ihr einige seltsame Spuren aufgefallen. Ungewöhnlich groß und klauenbewehrt müssen die Pfoten des Tiers gewesen sein. Wollt ihr die Spur verfolgen? Ha. Ist es ein Bär oder ich habe keine Ahnung. Wir sind ja alle einigermaßen gesund wieder, deswegen können wir der Spur mal Die folgen. Spur windet sich tiefer und tiefer ins Gebirge, und eines ist euch mittlerweile klar. Ihr verfolgt die Fährte eines Drachen. In Drache. Wollt Ja. ihr? Das ist natürlich eine super Gelegenheit. Aber ich denke, wir werden die Jagd trotzdem abbrechen. Mit dem Drachen brauchen wir uns noch nicht anlegen auf Stufe 2. Ihr setzt euren Weg fort. Aber hier oben gibt es einen Haufen interessanten Scheiß. Eine Goblin-Höhle haben wir gefunden beim letzten Mal. Da müssen wir auch mal irgendwann nochmal vorbeigehen. Am Wegesrand erkennt ihr einige umgestürzte, moosbewachsene Baumstämme. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Ja, auf jeden Fall, lange wären wir eh nicht mehr gewandert. Da haben wir mal Glück. Das ist doch schön. So, wir gehen natürlich wieder jagen. Wasser und was Essbares gibt's auch. Wie sieht's aus mit dem Hunger? Gleichbleibend. Durst ist okay. Hunger scheint ja, kein Problem zu sein. Aber etwas, das wir im Auge behalten sollten.
So, wie spät ist denn jetzt? Beinahe 21 Uhr. Ist ja eigentlich schon Schlafenzeit, ne? Wir lassen Rondre trotzdem eine Stunde Kräuter suchen. Gulmondflat, Tanele und Chiruga Wurzel. So, und dann einmal schlafen. 8 Stunden kriegen wir trotzdem noch hin. Wenn wir halt nicht vorher von Waldwölfen, die uns wieder mit Tollwut versorgen, angegriffen werden. So, wer ist denn wach? Frenja ist wach. Frenja hat ja eine Wurfaxt dabei. Kann sich ja mal an so einen Waldwolf rangehen, würde ich sagen. Oder lassen wir die zu uns kommen? Dackepatzer. Ah, hat er seine Waffe fallen lassen? Ist sie zerbrochen? Ist er fies gestolpert? So, wir gehen hier einfach so ein bisschen zur Seite. Mit dem Bestreben, diesen Wolf gleich so ein bisschen zu umrunden, damit die anderen leichter an ihn rankommen. Steppenhunde sind es. Es sind gar keine Waldwölfe heute, es sind Steppenhunde. So, Andrasch. Andrasch ist wach. Na perfekt, Rondril auch. So, komm, wir schnappen uns den hier drüben. Oh ja. Oh ja, oh ja. So, Rondre schalten wir wieder auf ausgeglichen. Und dann darf er den hier mit seinem Dreschflegel verhauen, den Steppenhund. Ja, vielleicht auch nicht. Also er durfte schon, aber er hat es nicht getan. Rüstungsschutz absorbiert Schaden bei Fior, sehr gut. So, Frenja, du brauchst dein Säbel. Das Kraja wäre natürlich schöner, aber ist halt nicht. Oh Gott. Hat sie. Was hat sie getan? Ist sie gestolpert? Hat sie die Waffe fallen lassen? Nee, keine Ahnung, was passiert ist. Rhiannon soll gar nicht so viel mit dem Bogen rumhantieren, glaube ich. Ah, Fior ist inzwischen auch wach. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, die kommt nicht ganz ran. So, dann werden wir mal einen Schuss mit dem Bogen abgeben. Ja. Oh, der ist schon tot. Sehr gut. So, Frenja, komm ran hier. So, Fior kann sich hier um den kümmern. Oh ja. Haut er schon ab? Ja, haut ab. Dann haben wir aber sowas in die Flucht geschlagen, nur damit jetzt neue kommen. Freue ich mich natürlich. Tipi. So, komm mal ran hier, wirf dein Dolch. Ja, fast. Ja, hat er auch schon genug. 5, 5. Ja, da können wir hier vielleicht den anderen schon entgegeneilen, so ein bisschen. Hier stehen jetzt genug Leute rum. So, Rhiannon darf ihren Säbel in die Hand nehmen. Und hier mit ran säbeln. Hackepatzer. Aha. Au. Komm schon, Leute. Er hält nicht mehr viel aus, glaube ich. Vielleicht sollten wir dem einen Fluchtweg offen lassen. Bei Fiora mache ich mir gerade nicht so richtig Sorgen, weil die Hunde nicht so super viel, wow, Schaden zu machen scheinen.
Wir haben trotzdem noch genügend daneben. Oh, Frenja wurde getroffen. Achso, Fiora ist dran. Ich dachte, Rondrill wäre dran. Oh, da wurden wir auch getroffen. Steppenhunde. Ach Gott, Mädel. Steppenhunde können auch Tollwut übertragen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir haben gesiegt. Wir haben sogar unseren Dolch behalten. Ja, wir wollen auf jeden Fall rasten. Noch ganz kurz. So, was ist bei dir hier los? Du brauchst ein Wurfmesser. So, wer wurde denn jetzt alles getroffen in dem Kampf? Frenja und Rhiannon, glaube ich, ne? Selbst verletzt, ja. Das war klasse. So, Rondrill. Rondrill, eine Kunde Wunden bei Frenja. Sehr gut. So, Rhiannon soll hier eigentlich an den Anfang der Gruppe. So, dann darf Isora auch einmal Heilkunde wunden. Rhiannon 1 nur. Achso, ah, okay, sie ist voll. So, dann rasten wir noch die 2 Stunden, die wir hier rasten müssen. Und dann machen wir uns halt ein bisschen später auf den Weg nach Klanek. Ich hoffe, von den beiden hat jetzt keiner auch Tollwut bekommen. Wir haben ja Yoruga-Wurzel dabei. Also Rondrill ist nicht komplett machtlos. So, Wasser und was Essbares. Unser Hunger bleibt auf dem gleichen Level, vermute ich, so ist es. Wer ist denn noch verletzt? Rondrill und Isora sind noch verletzt. Okay, das war nix. Dann gehen wir noch 1 Stunde auf Kräutersuche. Nichts? Okay. So, 7 Stunden schlafen, weiterreisen. Frostig ist es. Auf einer kleinen Lichtung vor euch grast ein Auerochse. Wollt ihr ihn erlegen, natürlich. Oh, ich hätte vorher mal... Als ihr euch nähert, schreckt der Auerochse auf und ergreift die Flucht. Dabei rennt er euch fast über den Haufen. Ihr könnt euch nur mit einem gewagten Sprung in die Büsche retten. Ach ja, Frenja. Macht nichts. So, dann kommen wir heute sogar in Klanek an. Das ist doch schon mal super. Gegen Abend. So, Frenja übernimmt wieder die Führung. Wir müssen mal gucken. Nimm mal hier deine Wurfaxt zur Hand. Isora wird hier im Ort ihren Zauberstab in die Hand nehmen. Und Rhiannon den Bogen. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Da drüben ist ein Svafnir-Tempel. Den brauchen wir heute nicht. Hier ist direkt eine Kneipe. Wie heißt die? Rajas Füllhorn. Mhm. So, hier ist ein Gemischtwarenladen. Den brauchen wir auch nicht. Da ist ein Schmied. Da ist ein Heiler.
Ein kleines beschauliches Örtchen, 600 Einwohner, 680 Einwohner, ich weiß nicht. Auf jeden Fall deutlich mehr als Orkanger. Das Haus da sieht doch interessant aus. Was bist denn du? Asgar Fjolnirsson. Wir suchen, oh Gott, wie heißt die Frau denn? Wir suchen Tinmas dort hier. Jasma Tinmas dort hier. Suchen wir, die wohnt angeblich hier. Müssen wir mal schauen, ob das so stimmt. Also, wir laufen erstmal hier so ein bisschen weiter. Gibt es da hinten einen Markt? Oh, Hier gibt es eine Herberge. Travias Segen. Hört sich auch super an. Ja, die sind ja hier sehr göttergläubig, habe ich gehört. Haben wir gelesen. Ist das ein Hesinde-Tempel? Oh, tatsächlich. Nur heute ist kein Markttag. Hier ist ein Kräuterhändler vielleicht. Können wir da auch was verkaufen? So, wir schauen mal. Wir haben ja ein paar Kräuter. Eine Tanele zum Beispiel. Das ist fast nichts wert, das Zeug. Tonnesblüte, Chiruga-Wurzel behalten wir auf jeden Fall. Gulmondblatt sollten wir auch behalten. Eine Alraune ist auch nur 8 Silberstücke wert. Ich glaube. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ja, da hinten waren wir auch noch nicht. Hier ist direkt die nächste Kneipe. Kleine Kreu. Hier ist noch ein Gemischtwarenladen. Ja, wenn wir Geld hätten, würde ich ja auch mal nach Wintermänteln so langsam gucken wollen. Der Ort ist doch ein bisschen größer. So, da hinten haben wir alles erkundet. Ja, so ziemlich. Mal sehen, in Hasgards Haus wollen wir vielleicht noch gehen. Travia-Tempel, Swafne-Tempel, Hesinde-Tempel. Ja, hier hinten ist die letzte Ecke zum Erkunden, wie es aussieht. Und es gibt keinen Waffenladen hier. Dann sollten wir mal rausfinden, wann Markttag ist. Und dann schauen wir mal bei Hasgar vorbei und anschließend werden wir uns in der Kneipe nach Jasma umhören. Denn ihr Haus haben wir jetzt offensichtlich nicht gefunden. Jeden Markttag, was ist denn heute für ein Tag? Hoheitstag. Ja, da muss ich vielleicht echt mal gucken, wie die Wochentagabfolge ist. Auf Maraskan fällt schon wieder ein Sack Reis um. Oh verdammt. Am Maraskani. Ihr klopft, aber anscheinend ist niemand zu Hause. Gut, wir brauchen eine Kneipe. Welche hätten wir denn gerne? Oxhoft. Nee, wir gehen natürlich in Rajas Füllhorn, oder? Ja, Rajas Füllhorn, die Straße runter. Und dann... Welche Straße runter? Die Straße hier runter, am Heiler vorbei?
Das sieht gut aus. Ihr seht eine Sternschnuppe und dürft euch etwas wünschen. Ich wünsche mir einen Waffenhändler hier im Ort. Oh, darf man das verraten bei Sternschnuppen? Wie ist denn da die Regel, Jungs und Mädels? Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Ein Bier natürlich. Der Wirt füllt ein paar Krüge und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön vor euch auf die Theke. Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich anderen Gästen an der Theke zu. Gelegentlich wirft er jedoch einen versteckten Blick zu euch hinüber. Erst nach einer Weile kehrt er zurück. Dasselbe nochmal? Der Wirt bringt euch das bestellte Bier. Ihr wolltet noch etwas anderes? Ja, Jasma Tinmastotir. So ist es. Was wollt ihr denn wissen? Kennt ihr vielleicht Jasma Tinmastotir aus Klanek? Sicher. An der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier, ein erstaunlich gutes Gebräu. Ah, Jasma ist kürzlich nach Tos umgezogen. Fragt dort mal nach ihr. Na verdammt, das könnte also noch ein bisschen eine kleine Jagd werden. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Taverne vielleicht verlassen, aber dafür sind andere Besucher eingekehrt. Ein Auelf hat eine Handharfe ausgepackt und stimmt in einer Ecke ein wunderschönes Lied an, das leider kaum Beachtung findet. Wollt ihr uns noch ein bisschen umsehen? Na, ihr bezahlt eure bisherigen Getränke und setzt euch an einen gerade frei gewordenen Tisch in der hinteren Ecke der Taverne. Klasse, dann wollen wir ein bisschen musizieren natürlich. Frenja, das war gar nichts. Over, was ist denn da los? Hängt es von der Location ab oder haben wir in letzter Zeit ein bisschen Pech mit dem Würfeln? 2 Silberstücke räumt Trianon dafür ab. Das ist doch schon mal sehr gut. So, dann brauchen wir eine Unterkunft für die Nacht und müssen dann nach Tos weiter. Das finde ich natürlich gar nicht so cool. Aber ich befürchte, das wird sich nicht vermeiden lassen. Ein Mann mit einem großen Bauchladen kommt auf euch zu. Wollt ihr ein E kaufen? Einer hätte ich Buchladen vorgelesen. Wäre auch spannend gewesen. Damit kann ich nicht umgehen, verstehe ich nicht. Oder dieses Wunderwerk muss zwergischer Natur sein. ich sag mal, damit kann ich nicht umgehen. Mit einem idiotischen Grinsen auf dem Gesicht sackt der Mann in sich zusammen. Okay, cool. So, wollen wir mit ihm sprechen? Diese Herberge könnte genauso gut am Marktplatz in Gareth stehen. Sie ist nicht nur sauber, sondern für Torvaler Verhältnisse geradezu prunkvoll eingerichtet. Auch der Wirt sieht nicht so aus, als würde er am Hungertuch nagen. Edle Gäste, willkommen im besten Hotel weit und breit. Schönere Zimmer werdet ihr sonst nirgends finden. Im einzigen Hotel, meinst du? Na gut. Gut, dann werden wir hier wohl Quartier beziehen. Ein Einzelzimmer kostet nur 7 Heller pro Person. Ja, ist gebongt. Ist ja mal mega günstig. So, ist schon nach Mitternacht? Nee, noch nicht.
So, dann verkrümmeln wir uns auf unser Zimmer. Und dann mache ich mal was, was ich schon seit geraumer Zeit machen wollte. Wir versuchen nämlich mal im Hellsichtzauber zu sprechen, ein Analys nämlich. Auf diesen magischen Sack, den wir schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Analys. Ja, dieser Gegenstand scheint in der Tat magische Eigenschaften zu besitzen. Da macht Sachen. Hier könnt ihr eure Kräuter platzsparend verstauen. Dieser magische Beutel, den ihr von Sandor Boswani erhalten habt, scheint unendlich viel Stauraum zu besitzen. Vermutlich wirkt hier ein permanenter Transversalis. Das hört sich sehr gefährlich an. So, und wie benutze ich den jetzt? Oh, wir können verstauen. Alles. Dann sieht das Inventar doch gleich viel aufgeräumter aus, aber wie kann ich jetzt wieder entnehmen? Heute einer Sorte entnehmen, alle entnehmen. Ah, okay. Da sehen wir auch gleich, was es sonst noch gibt. Ne? Schurinknolle haben wir nicht, Eugenwurz nicht, Menchalkakteen, die sind auch giftig. Lotusblüten, Kairanhalme, die sind, glaube ich, gut für magische Tränke, also für Astraltränke. Finage, Bäumchen, eitrige Krötenschirme, Dornfischstängel, Bellmartblätter, Atmonblüten. Oh Gott, Atmon war, glaube ich, auch so ein ganz fieses Kontaktgift, ne? Oder ein Atemgift oder sowas. Ich weiß gar nicht. Gut. Hunger, Durst haben wir ein bisschen. Nicht schlimm. So, wie sieht's denn aus? Proviant gucke ich mir gerade an. Eins. Also, wenn jemand verhungert, dann Rondriel. Wie spät ist es? Ha, gut, dann schlafen wir ein bisschen und machen uns morgen früh gleich wieder auf den Weg nach Toss. Ich kann jetzt leider gar nicht gucken, wo das ist. Erstmal Tinmos, dort hier, wohnt in Toss. Das behauptet jetzt unser Questlog so dreist. Wer weiß, ob das stimmt. Ja, wollen wir nochmal Heilkunde Wunden oder sowas benutzen? Aber dann kommen wir erst zu spät los, ne? Wie viel fehlt uns denn noch? 4 Punkte, das können wir ruhig heilen nachts. 5 Punkte. 9 Punkte. Ja, bei Frenja könnten wir uns drum kümmern, aber nee, wir schlafen lieber. So, wir schlafen ruhig ein bisschen länger, damit wir ausgeruht sind morgen früh, wollte ich sagen. Daraus wird wohl nichts. Vor dem Haus gegenüber hat ein Skalde die ganze Zeit sein Liedchen gejault, um von seiner Angebeteten erhört zu werden. Natürlich vergebens. Nach 2 Stunden verschwindet Andrasch plötzlich aus dem Zimmer. Kurz darauf endet der Gesang mit einem langgestreckten Ai und einem kurzen Urks. Ein hölzernes Klonk und metallisches Zeugen komplettieren das musikalische Finale. Etwas später kommt auch Andrasch wieder ins Zimmer, rollt sich in die Decke und beginnt schon bald zufrieden zu schnarchen. Als Rondriel einen Blick aus dem Fenster wirft, entdeckt er den Skalden, der nun offenbar eine Art Seilperformance an der nahen Dorflinde aufführt und im blassen Mondschein hin und her zappelt. Nun ja, zumindest muss er dabei nicht singen. Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Anspielung. Ach, gefällt mir. Asterix und Obelix natürlich, ne? Trubadix. Achtung, Spoiler. So, können wir jetzt endlich schlafen? Wir wollen schon... Frenja ist krank. Okay, dann gehen wir nochmal auf unser Zimmer. Das ist ja relativ gut. So, Talent anwenden. Rondriel. Heilkunde Wunden. Quatsch. Rondriel. Heilkunde Krankheiten. Die hat garantiert Tollwut. Frenja. Frenja wurde wohl nach einem Tierbiss mit Tollwut angesteckt. Ein starkes Gebräu aus Yoruga-Wurzeln ist die einzige Medizin. Weiter behandeln, jawollo. Yoruga-Wurzeln, ja. Da können wir doch hier aus dem Sack holen. Alle Kräuter einer Sorte entnehmen. Und zwar hätte ich gerne mehr Kräuter. Ach du Scheiße, ist das.
unübersichtlich. Und umständlich. So, wo ist das Zeug jetzt? Ach da, da oben ist es, okay. So, Heilkunde Krankheiten. Frenja. Rondre ist es tatsächlich gelungen, die Krankheit von Frenja zu heilen. Hat das schon mal sehr gut. Können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen Heilkunde Wunden benutzen? Nein. Kann Isora. Nee, kann sie nicht. Was ist heute für ein Tag? Feuertag. So, hier drin vergeht, glaube ich. Ach so, wenn ich jetzt raustabbe, wird natürlich das ganz dumm in Fenstermodus geschmissen hier. Wir wollen heute aber trotzdem noch ein bisschen vorankommen, würde ich sagen. So, Rondril kann die Kräuter wieder verstauen. Ja, so sieht es halt aus, wenn man einen fähigen Heiler hat. Ne? Warum Rondril dieses den Yoruga-Absud nicht für sich selbst herstellen konnte, als er von Tollwut betroffen war, verstehe ich bis heute nicht. Aber so ist halt das System. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. So, wir verlassen das Zimmer. Wir brechen hier schleunigst auf. Oh, heute ist kein gutes Wetter, ne? Da habe ich mir natürlich wieder Top-Reisewetter ausgesucht. So, nach Tos wollen wir. Dazu müssen wir erstmal nach Liskor, ein kleines Dorf an der Mündung des Tossel. Die Einwohner, es sind deren 394, sind für ihre Gastfreundlichkeit berühmt. Wie groß sind die anderen Orte hier? Die sind alle nicht so groß. Also ich glaube... Ich werde mal gucken, wann Markttag ist. Das interessiert mich jetzt doch irgendwie. Also, Markttag ist immer Samstag und wir haben jetzt Dienstag oder sowas, glaube ich. Feiertag ist, glaube ich, nach Hoheitstag. Hoheitstag ist Montag. Also, wir warten ja auf keinen Fall so lange. Gibt es hier irgendeinen anderen größeren Ort? Ja, die sind alle so... Witzand ist ein bisschen größer. Orville ist auch ein bisschen größer. Nicht so groß wie Klanik, ne? Klanik hat 620 Einwohner. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir klarkommen. Wir reisen erstmal nach Liskor. Das schaffen wir dann vielleicht in 2 Tagen, also heute der halbe und dann kommen wir morgen hoffentlich an. Es regnet heute und ist frostig. Rondril hatte Hunger und hat gerade sein letztes Essen verbraucht. Das ist okay. Ja, wir rasten, es ist schon spät. So, Rhiannon wird ein bisschen Essen suchen. Wasser und was Essbares. So, Hunger hält sich jetzt bei allen in Grenzen. Ja, dafür sind wir mit Lebensmitteln echt knapp. So, 1 Stunde Kräutersuche. Würmerblatt und Tarnele. Das verstauen wir gleich. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Isora ist sehr leicht beladen. Bei allen anderen geht das auch noch. Sogar bei Rondril mit Körperkraft 10. Ja, wahrscheinlich, weil wir kein Essen haben. So, Isora, soll die nochmal Heilkunde Wunden benutzen? Na, es ist schon relativ spät, wir schlafen lieber. Während ihr am Lagerfeuer sitzt, muss Andrasch mal kurz austreten. Kurz darauf hört ihr ihn rufen. Mensch, liegt eine alte, verranzte Kiste hinterm Gebüsch. Kommt mal mit etwas Licht zu mir. Er schaut euch die Kiste im flackernden Schein eines brennenden Astes etwas genauer an und entdeckt eine Schnapsflasche,
mit welcher ihr euch den Abend noch etwas versüßt. Na super. Heute wäre mir lieber gewesen, jetzt sind alle betrunken. Reisen wir betrunken weiter? Okay, wir reisen betrunken weiter. Wir brauchen dann noch ein bisschen, um auszunüchtern. Ja, klar. So ein bisschen Bewegung an frischer Luft. Nee, wir wollen nicht rasten, wir sind ja quasi da. So, Miskor. Hallo. Ich vermute, dieser Ort ist klein. Ist sehr klein. Ja, das Wetter lässt wieder zu wünschen übrig. Ich werde mal Fremia hier nach vorne ziehen. Da haben wir einen Gemischtwarenladen. Da könnten wir uns zur Not mit ein paar Rationen eindecken. Hier haben wir einen Travia-Tempel. Das Waffen-Tempel darf natürlich auch nicht fehlen. Klare Sache. Oha. Also ein paar mehr Häuser, als ich dachte, gibt es hier schon. Hallo. Sag mal, haben die hier irgendwas? Ich meine, da drüben war, glaube ich, irgendwas. Ich erwarte jetzt nicht wirklich nicht viel. Die haben hier einen Waffenladen. Ach, das ist doch perfekt. Zum Glück habe ich nicht gewartet. Es dürfte aber schon reichlich spät sein, oder? Ja, um 20 Uhr machen die, glaube ich, immer zu. Der Tutzacker. Ja. 20 Uhr haben die auf. Hier ist eine Kneipe. Ich glaube, wir haben erstmal genug getrunken. Vielleicht verzichten wir heute sogar auf einen Kneipenbesuch. Ja, ich weiß, Sakrileg und so, aber... ich bezweifle, dass es hier irgendwelche coolen Informationen gibt. Haben die hier auch einen Schmied? Aus das Hethaus von Liskor? Oh, vielleicht haben die hier auch was zu tun. Ragnhild Vorratsdottir sagt mir gar nichts. Die Taverne Einhorn. Schaut so gut an. Der selige Zecher. Und ich all den Golf, hier ist noch, ach so, Waffenmarktstand. Und die haben hier sogar einen Hafen, wie kommt man denn da hin? Ach, hier hinten die Treppe runter. Hier sind direkt Gemischtwaren. Ja, die scheinen hier nur ein Gasthaus zu haben. Gehen wir heute noch beim Hetman vorbei. Rummeln wir morgen hier einen Tag rum, gehen uns dann betrinken und so. Bing bong. Okay. Vielleicht benutze ich die Treppe richtig. Also mal sehen, ob hier am Hafen irgendwas los ist. Nee. Von da aus können wir nur nach überall fahren. Nach Overthorn würde Sinn ergeben, aber wir müssen natürlich nach Tots noch ein bisschen ins Landesinnere. Es sieht schon, also dafür, dass die Grafik halt echt so muckelig ist, sieht der Schnee schon ganz okay aus, ne? Und mit dem so Windpfeifen im Hintergrund hört sich das dann auch ganz gut an. So, hier irgendwie dort entlang, dann links abbiegen, an allen Kneipen vorbei. Erstmal eine Runde schlafen und morgen gehen wir dann zum Hetman. Sollten wir heute was essen oder so? Dann können wir vielleicht auch morgen früh machen. Vielleicht lädt uns der Hetman auch ein, aus Gründen.
die ich jetzt noch nicht kenne. Diese Herberge könnte genauso gut am Marktplatz in Gareth stehen. Sie ist nicht nur sauber, sondern für Torvaler Verhältnisse geradezu prunkvoll eingerichtet. Auch der Wirt sieht nicht so aus, als würde er am Hungertuch nagen. Edle Gäste, willkommen im besten Hotel weit und breit. Schönere Zimmer werdet ihr sonst nirgends finden. Ja, krass, dass sie hier in diesen ganzen kleinen Nestern so richtig gute Gasthäuser haben. So, ein Silbertaler pro Person ist halt immer ganz schön teuer. Leisten wir uns aber trotzdem. Aus Gründen der Regeneration. So, dann gehen wir aufs Zimmer. Es ist 22 Uhr, ja, dann können wir locker 8 Stunden schlafen. Wir werden in letzter Zeit nachts immer gestört, ne? Gerade in diesen guten Herbergen, die die einzigen Herbergen im Ort sind, zugegebenermaßen, aber trotzdem sehr gut sind. Es geht auch nichts über das pulsierende Leben und die Sauberkeit einer zivilisierten Stadt, meint Frenja vor dem Einschlafen. Ja, ich schätze besonders diese himmlische Ruhe zwischen all den Marktschreiern und betrunkenen Torwalern, aber auch die betäubend duftende Kloake neben unserem Herbergsfenster ist von atemberaubender Schönheit, antwortet Andrasch zynisch. So ist es nämlich so. Können wir jetzt schlafen hier in Ruhe? Es ist schon 1 Uhr, Leute. So, 8 Uhr morgens ist es. Und dann würde ich sagen, an genau dieser Stelle machen wir morgen weiter. Erkunden hier Liskor so ein bisschen. Mal gucken mal, ob wir was essen müssen, ob wir überhaupt noch Geld haben. So langsam. Wir haben keinen Durst. Okay, interessant. Also langsam schwinden nämlich. Andrasch ist komplett pleite. Isora und Rondril auch. Also hat die ganze Gruppe noch. 24,5 Silberstücke. Oha, wir müssen echt wirklich dringend zum Waffenhändler überflüssiges Zeug loswerden und die haben hier gar keinen Schmied, ne? Oh je. Gut, wenn die hier keinen Schmied haben, können wir natürlich nicht so richtig viel loswerden, aber wir gucken mal, was wir hier beim Waffenhändler bekommen. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.